Ciao ragazzi! Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS19 auf dem Projekt Fernweh. Einen schönen Montag wünsche ich euch! Ja, wie man hier so sieht, habe ich das Feld gedroschen, weil ich natürlich Angst hatte, dass der Regen kommt. Also ist eine gute halbe Stunde vergangen, noch kein Regen in Sicht. Nö. Aber das ist hier gut ausgegangen. Jetzt haben wir hier natürlich noch etwas Stroh rumliegen und den Dinkel, der müsste leer sein. Jo, der ist leer. Und da waren eben 10.000 Liter Dinkel drauf. Stellt sich halt die Frage, wo bringen wir das Zeug hin? Weil, wenn wir es nicht einlagern können, dann verkaufen wir es. Dinkel könnten wir lagern, okay. Aber bei Deposit di Gragnano gibt es einen guten Kurs. 751, ja, da werfen wir das gleich mal weg. Und ich habe natürlich auch, war hier etwas fleißig, hier ein paar Kurse erweitert. Da bin ich eben hier mit der blauen Linie, also die Fahrbahn in beide Richtungen, habe ich genutzt. Ja, hoffen wir mal, dass es so funktioniert. Das heißt, schauen wir mal, ob er abladen kann. Ups, ob er abladen kann selbstständig. Müssen wir etwas drehen, sonst tappen wir hier rein. Abladen, genau. So, Verkaufsstellen, Deposit di Gragnano. Schauen wir mal, ob du das so zusammenbringst. Müsste eigentlich klappen. Bis jetzt sieht es mal gut aus. Okay. Jo. Dann kommt wieder ein bisschen Geld hier rein. Dann müssen wir hier eben dann das Stroh wegbringen. Das heißt, der Drescher kann eigentlich... Ups. Nee, das wollte ich nicht. Der kann eigentlich zum Hof A fahren. Schauen wir mal, ob er dorthin kommt. Weil hier ist es relativ eng. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich da einmal hin, einmal retour einfahre, nehme ich einfach die blaue Linie. Okay. Hat nicht so gut geklappt hier mit den engen Wendungen. Naja. Das war jetzt nicht so der Hit. Aber normalerweise müsste er jetzt hinfinden. So. Da habe ich mir eben gedacht, wenn es hier schon so eng ist, dann mache ich einfach nur mit den blauen Linien. Also, dass er in beide Richtungen fahren kann. Ui, das wird schon wieder knapp. Ja, also mit dem Dresch ist es halt auch nicht so übertrieben passend, weil er eben hinten lenkt und nicht vorne. Das heißt, er sitzt vorne mal gerne auf. Den Kurs, den trifft er nicht so wirklich, aber naja, so ist es halt mit dem Drescher, sonst muss man den selber fahren. Da vorne bin ich eh gespannt. Ihr seht, da habe ich alles damit die blaue Linien gemacht. Okay. Ne, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich da einen Punkt gemacht. Weil ich eh im Bearbeitungsmodus bin, nee. So, dann gehen wir hier wieder raus. Ja, dann müssen wir halt hier dann selber fahren. Mit dem Drescher zumindest, weil der Traktor scheint gut hier um die Runde zu kommen sein. Weil bis jetzt hat er noch keine Probleme gemeldet. Okay. Dann, was ist hier los? Genau, hier haben wir ja gewartet. Nö, sieht nicht so aus, als könnten wir hier düngen. Ja, keine Ahnung, wieso man hier nicht düngen kann. Schauen wir später nochmal vorbei. So, den habe ich mittlerweile dann einmal weitergeschickt. Hier wieder auffüllen. Deswegen haben wir jetzt auch weniger Geld. Weil wir haben ja doch noch eine Mission offen. Die 37 wäre zu spritzen. Das ist hier. Da wir bei der 38 einen Wegpunkt haben, schicken wir dann einfach hier hin. Weiß nicht, ob er hier so rauf fährt. Ist eigentlich egal. Sonst hätten wir ja auf die 33 auch schicken können, aber... Naja. Der Drescher hängt schon wieder irgendwo fest, deswegen den werden wir vermutlich dann selber fahren. Da bleibt nichts dran. 38 haben wir gesagt. Da kann man nichts ändern. Ja, die Kurven sind schwierig für den Drescher. Da springen wir eben geschwind rein und fahren wir selber nach Hause. Ist eh nicht mehr allzu weit. Ja,
Sonst, was ist sonst noch groß? Ja, man könnte sagen, jetzt naht ja bald einmal dann die Gamescom. Ja, 7.800 € für den Dinkel, kann man so machen. Und ja, zurück zum Thema, bei der Gamescom, da wird es wieder neue Informationen, beziehungsweise dann erstes Gameplay, auch dann schon von der europäischen Map geben. Das haben sie ja im Farming Simulator oder bei der Giants Homepage kann man das ja nachlesen. Da die Elm Creek, also die amerikanische Map, die kennt man ja schon. Dann weiß man auch, dass die Alpine Map, die wieder kommen wird, da weiß man ja ungefähr, wie sie ausschaut, was sich da alles ändert, das werden wir dann sehen, aber im Großen und Ganzen weiß man ja, wie sie ausschaut. Und eben die europäische Map ist ja noch ausständig und die soll dann bei der Gamescom und auch weitere Informationen dort dann veröffentlicht werden. Da bin ich mal gespannt, wie das so ausschaut. Weil nach den ersten Infos da vor der amerikanischen Map, die gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Natürlich sagen viele, ja, viel zu eben, dies und das, aber die ersten Bilder haben mir gar nicht mal so schlecht gefallen für eine Standard-Map. Die könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dort einmal anzuspielen. Weiß nicht, wie findet ihr die Map? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wäre ich gespannt, wie ihr so zu der amerikanischen Map steht. Weil zum Beispiel beim LS19, die Ravenport, die habe ich auch ein bisschen gespielt, aber die Felsbrunn definitiv mehr. Ravenport habe ich nur mal kurz angespielt. Aber die Felsbrunn, die habe ich die wesentlich länger gespielt. Das weiß ich nicht, wie bei euch das so ist. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie es eben beim 19er war und wie es ihr bei dem 22er dann vorgehen werdet. Vermutlich. So. Der ist eh schon richtig, hätte ich mal gesagt. Ja, bist schon viel zu weit. Aber die wäre hier auch zu spritzen. Aber ist noch nicht im Auftragsmanager drinnen, also machen wir das nicht. Pflegebereifung sind am Start. Da werden wir hier den Mais einmal eine Runde spritzen. So. Da werden wir etwas höher stellen. So, passt. War das das Feld, wo oder auf dem der Cosplay-Generator nicht funktioniert? War das das? Die 37 weich. Schauen wir mal. Ne, mittlerweile funktioniert's. Ich glaube, beim letzten Mal hat es ja dann hier so einen Schlenker gemacht und hier noch ein Eck mitgenommen. Okay. Nee, das mag ich nicht, wenn der da so anfängt. Der soll so anfangen. Nochmal 37. Genau, so will ich das haben. So, dann speichern wir das gleich ab. Meter, erster Wegpunkt und Abfahrt. Dum-dum-dum-dum. 37. Genau, da haben wir das mit dem Feldrand gehabt. Weil das damals nicht funktioniert hat, aber jetzt scheint es ja zu funktionieren. Okay, 37. Rein damit. Und dann passt das. Da sind noch ein paar offene Kurse, aber egal. So, der verdient schon mal Geld. Dann, was ist mit dem? Ja, mit dem werden wir dann den. Das fahren wir gleich selber rüber. Da werden wir jetzt uns den Ladewagen schnappen und abfahren. Das Stroh. Beziehungsweise das Stroh werden wir dann ja. Das ist wieder der, was etwas laut ist, der Fiat, aber egal. Mal schauen, wie der Ausschlag ist. Nee. Ui. Müsste so klappen. Ich schaue gerade bei OBS, wie da der Soundausschlag ist, aber dürfte nicht zu laut sein. Meine Stimme müsste überwiegen. Okay. Und zwar, hier werden wir jetzt den Ladewagen dran klemmen. Das Stroh werden wir dann verkaufen fahren, weil da werden wir ein bisschen dazu verdienen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir den Kurs
oder den Autodrive-Kurs dann verwenden werden. Weil sammeln kann ich ihn nicht automatisch lassen, weil da habe ich händisch gedroschen, nicht mit Cosplay. Deswegen gibt es da keinen Kurs zum Sammeln. So, schauen wir den mal hier ab. Aber abfahren, das kann Autodrive ja machen. So, aber der ist schon richtig dreckig. Naja. So, der schöne Class Quantum. So zusammengeklappt schaut er irgendwie witzig aus. Wenn man aufklappt, dann schaut er besser aus. So, dann düsen wir mal rüber. Wie fahren wir denn da? Ne, da müssen wir so rum. Da müssen wir so rum. Drüben ist ja Einbahn, da dürfen wir nicht rüberfahren. So. Weil wir werden ja dann... Kein Auto. Wir werden ja dann... wieder diesen Feldweg hochfahren. Wo wir jetzt gerade mit dem Drescher runtergekommen sind. Und der Zug kommt auch. Und dann werden wir das Stroh im Verkauf einfahren. In der Zwischenzeit dürfte dann der Lamborghini irgendwann nochmal fertig werden. Mit dem Spritzen. Das dürfte ja nicht so lange dauern. Und dann können wir ja natürlich den Lamborghini zum Ansehen hernehmen. Und dann schicken wir einfach den Fiat hier da immer beim Stroh oder zum Stroh wegfahren. Und dann können wir dort auch ansehen. Dann haben wir insgesamt... so. Wir haben jetzt die 44, die 10 und die 1 mit Roggen, glaube ich, war das. Müsste Roggen gewesen sein, bestellt. Und dann die, boah, schwer zum Lesen, 47 und 11 müsste Raps sein. Und dann werden wir auf die 21, weil das sind alles relativ kleine Felder, auch noch Raps draufballern. Genau, hier vorne rechts ist ja die 47. Da haben wir ja schon den LS ein wenig ausgetrickst, also das System haben wir gedüngt, dann gespritzt und dann gleich nochmal gedüngt. Und das ist jetzt eben top vorbereitet, voll gedüngt, kein Unkraut. Also da werden wir den besten Ertrag erzielen. Ja. Aber hier müsste ich auch überall so ein Autodrive-Wege erstellt haben. Da habe ich mir gedacht, wenn ich schon dabei bin, dann mache ich hier mal das anständig. In der Hoffnung, es funktioniert. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Hier die Kreuzung, die wird auch interessant, wie das so funktioniert. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal ein bisschen und dann schauen wir weiter, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Das werden wir aber erst beim nächsten Mal dann sehen. Ui, so. Aber jetzt der Fiat mit dem Anhänger ist ja... oder mit dem Kipper ist er durchaus rübergefahren zum Verkaufen. Ah, hier werden wir gleich mal hier raufdüsen. So. Also das Verkaufen hat ja schon mal geklappt. Also so falsch kann es nicht sein. Natürlich, da mit dem Drescher war das ein Satz mit X. Aber, naja, den Drescher müssen wir halt dann händisch hinfahren. Da bleibt halt nichts dran vorbei. Aber das kann man ja so machen, wenn sonst nichts Gröberes ist. Dann machen wir einfach. Dreschen wir einfach, oder fahren wir den Drescher einfach selber. So. Aber hier das Feld, das ist relativ hügelig. Also da hatte der Drescher schon ordentlich zu kämpfen. Das muss man mal so sagen. Also da bergauf, die Vorgewendebahnen. Huiuiuiui. Da merkt man, dass das Schneidwerk eigentlich für die kleinste Motorisierung zu groß ist. Weil wir haben ja noch den kleinsten. Den könnten wir sonst irgendwann mal upgraden. Ui. Schnell stopp. Zusammenklappen. Die Spritzmission ist durch. So, dann sag mal gleich in der Montagsfolge Geld ein. So, jetzt schicken wir den dann. Fahren wir gleich hier raus. Kommen wir hier rauf? Jo. So, du fährst mal Hof A, falls du dahin findest. Oder haben wir noch was zu spritzen? Ernten, Säen, Gruppen, Pflügen. Nö. Düngen ist noch. Das können wir dann noch machen. Jetzt werden wir erst einmal hier das Stroh einsammeln und wegfahren. So.
Ja, mit den Ladewagen sollte das relativ rasch vonstatten gehen, weil jetzt haben wir einmal die Vorgewendebahn fast rum, so um die 25%. 22, 23, ja, so um die 25%. Also nach der zweiten Vorgewendebahn wird der Ladewagen halb voll sein, also das werden zwei Ladewegen sein. Das ist nicht so viel. So. Das ist durchaus okay. Beziehungsweise, das war halt, das Fett war ja relativ ungedüngt und so weiter. Aber ich würde mal sagen, für die heutige Folge soll es das gewesen sein. Ich werde hier noch etwas weiter sammeln und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge am Mittwoch wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut dann am Mittwoch wieder vorbei. Bis dann. Ciao.